Darf man dir denn auch gratulieren? Wozu? Zu Susanne. Da läuft doch was zwischen euch, oder? Kann ich vielleicht doch bei dir mitfahren? Ich finde, wir beide sollten heute nicht alleine sein. Dann lass mich doch endlich in Frieden. Nichts lieber als das. Und jetzt sieh zu, wie du nach Hause kommst. Du schuldest mir noch eine Antwort. Außerdem, mir kannst du es doch erzählen. Läuft da was zwischen Susanne und dir oder nicht? Kann es sein, dass du für dein Alter ziemlich neugierig bist? Ich nehme nur am Leben unserer Familie teil. Ja, ein bisschen sehr für meinen Geschmack. Du musst nicht mal was sagen, sondern nur nicken. Ja, das hättest du wohl gern, was? Ich geh schon. Brandner? Hallo, Carla. Wie, mein Handy ist aus? Dann hätte ich ja fast einen Anruf verpasst. Ich vermisse dich auch schon wieder. Ja, das klingt gut. Ich freue mich. Bis später. Worauf freust du dich? Auf den Tag, an dem meine Tochter nicht mal meine Telefonate belauscht. Hast du einen Lover? Nein. Gib's zu, wie heißt er? Die Pizzen müssen in die Tiefkühltruhe. Hat Susanne sich wieder verliebt? Lisa, ich weiß nicht, was das... Und wenn? Geht es dich nichts an, okay? Das sehe ich anders. Ach ja? Wie war das nochmal, als du mit Konstantin zusammengekommen bist? Ihr wart ja sowas von ehrlich, besonders zu mir. Ich glaube, mein Wagen ist fertig. Ich hole den dann mal aus der Werkstatt. Die stellt sich vielleicht an. Schlimmer als ein Teenie. Arne, sind eigentlich alle Frauen so? Wenn sie etwas wissen wollen, nerven sie einen so lange, bis sie es herausgefunden haben. Und dann nennen sie es weibliche Intuition. Und meine männliche Intuition sagt mir, dass Susanne wegen Carla so gut drauf ist. Noch jemand keine Lust, dich zurück nach Düsseldorf zu begleiten. Der Kühler streikt. Ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich. Und was machen wir jetzt? Also, was du machst, ist mir sowas von egal. Ich jedenfalls werde... Würde es denn helfen, wenn man etwas Wasser nachfüllt? Ja, das würde es. Aber leider habe ich gerade kein Wasser dabei. Dieser Tag ist wirklich nicht dein Freund. Du könntest mich bitten, ob ich dir meine Wasserflasche gebe. Ja. Natürlich Verdammt. Nicht in diesem unhöflichen Ton. Aber wenn du mich höflich bittest... Würdest du mir bitte deine Wasserflasche geben? Bitte, bitte mit Zucker obendrauf. Tut mir leid. Aber ich hatte unterwegs so großen Durst. Auf jeden Fall habe ich keine Lust, diesen Wirt noch mal wiederzusehen. Ich hoffe, der ist beschäftigt. Geh ihm einfach aus dem Weg, okay? Max, auch wenn es dir schwerfällt, wir benehmen uns jetzt wie ganz normale Gäste und fragen brav nach ein bisschen Wasser, ja? Ein peinlicher Auftritt am Tag genügt doch. Entschuldigung. Darf ich mal bitte durch? Diese Frau macht mich fertig. Meinst du, wir kriegen das wieder hin?
klar. Du willst es. Und ich will es. Ich will jetzt noch was anderes. Hast du keinen Hunger? Käsebrote, Apfelschorle und zum Nachtisch vielleicht ein Erdbeereis? Lieber Nico von Lahnstein. Nico von Lahnstein hat gar keine Lust aufzustehen. Alles klar, ich gehe schon. Andi, es wird doch wieder wie früher, oder? Ganz bestimmt. Wenn ich endlich deine Schwester aus dem Kopf bekomme. Hallo. Hallo. Kommst du mit runter was trinken? Ich will nur noch unter die Dusche. Na gut. Aber zuerst musst du mir mal erzählen, wie dein Tag war. Grässlich. Einfach nur grässlich. Wie war denn dein Vorstellungsgespräch? Also, wenn du es genau wissen willst, waren das zwei Vorstellungsgespräche. Und das zweite war der absolute Horror. Und dann? Nichts dann. Hat sich etwas mit Gregor ergeben? Hat sich nicht. Außerdem geht dich das nichts an. Und? Was hast du wegen Johannes unternommen? Recherchen. Also nichts. Das geht dich genauso wenig an. Dann sind wir uns ja einig. Max, Gregor ist ein ziemlich heißer Typ. Von mir aus kannst du ihn 24 Stunden am Tag belagern und Nacktfotos von ihm machen. Hauptsache, dieser Vollidiot lässt mich endlich in Ruhe. Und du auch. Oh. Hast du keine Angst, dass das Personal uns stört? Die haben schon Feierabend. Wenn ich daran denke, dass ich morgen wieder in meinem einsamen Taxi sitze. Und ich zwei Meetings in der Holding habe. Aber da fahren wir noch eine ganze Nacht für uns alleine. Wenn deine Tochter nicht wieder im 5-Minuten-Takt anruft, dann wissen wir, bei wem du schläfst. Du solltest es ihr endlich sagen. Ja, aber in Ruhe. Unter vier Augen. Wunder dich nicht, wenn Konstantin dir zuvorkommt. Du hast es ihm gesagt? Das war gar nicht nötig. Er ist von selbst draufgekommen. Bernd, in unserem Zimmer ist eine Glühbirne defekt. Ich gebe Ihnen eine neue. Ich dachte, Sie sind ein Gentleman. Aber dann muss meine Enkelin das halt selber machen. Ihre Enkelin ist auf dem Zimmer, ja? Ja, sie duscht gerade. Und sie würde sich natürlich freuen, wenn ihr jemand dabei hilft. Ach, sie duscht gerade. Ja, natürlich. Natürlich wechsle ich die Birne sofort aus. Du hältst doch so lange die Stellung. Weglaufen kann ich ja wohl kaum. Diese Gehhilfen sind doch sehr lästig, nicht wahr? Wie lange müssen Sie die noch haben? Also ich hoffe, noch eine Operation und dann... Aber so außergewöhnlich ist ein Mann mit Gehhilfen doch auch nicht. Ach, nein, nein, entschuldigen Sie. Ich habe mich nur gerade gefragt, warum jemand wie Sie ausgerechnet in dieser Pension wohnt. Das ist ganz einfach. Meine Freundin ist hier die Geschäftsführerin und wir wohnen in einer Wohnung 2 Stockwerke höher. Ja, aber Sie sind doch bestimmt einen ganz anderen Lebensstandard gewöhnt. Ach, Sie meinen Königsbrunn? Ja. Eins kann ich Ihnen versichern. Ein Riesenschloss mit einem tollen Park, den ganzen Hausangestellten, das macht Sie auf Dauer auch nicht glücklich. Das kann ich nachvollziehen. Außerdem trifft man hier die viel interessanteren Menschen. Finden Sie? Ja, naja, so ein außergewöhnliches Duo wie Sie und Ihre Enkelin wären mir auf dem Schloss wahrscheinlich nie begegnet. Da könnten Sie recht haben. Konstantin. Hey. Können wir dich kurz stören? Susanne würde gerne was mit dir besprechen. Herr Frau Wanner, was gibt's denn? Hallo. Also, naja, Carla hat mir erzählt, du wüsstest, dass wir beiden... Dass ihr zusammen seid? Ja.
Ist ja nicht zu übersehen. Na, jedenfalls, Lisa ahnt auch schon was. Zumindest, dass ich verliebt bin. Ich habe ihr nur noch nicht gesagt, in wen. Und mit ihr darüber zu sprechen, das fällt mir schwer. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und Lisa ist so sensibel. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und deswegen würde ich gerne die passende Gelegenheit abwarten. Und ich soll so lange meinen Mund halten, ja? Bitte. Okay. Max! Schade, dass nicht die Birne in der Dusche durchgeknallt ist. Na, endlich. Soll ich dir helfen? Nein, nein, das gehört zum Service des Hauses. So, da haben wir den Patienten. Gibst du mir mal die neue vom Bett? Gib mir die alte. Ja. Was glotzt du? Aber ganz schön lang bei dir. Gutes Zeichen, schlechtes Zeichen. Ich hoffe, ein gutes. Konntet ihr euch aussprechen? Ja, mehr oder weniger. Na, immerhin habt ihr miteinander geredet. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, das stimmt. Und wir wollen zusammenbleiben. Also schaffen wir das auch. Ich wusste gar nicht, dass das hier ein Selbstbedienungsladen ist. Ich will Ihnen etwas Gutes tun. Nach der Schicht haben Sie sicher das verdient. Vielen Dank. Mich würde mal interessieren, wo dieser Bernd bleibt. Es kann doch nicht ewig dauern, so eine blöde Glühbirne auszuwechseln. Wie ein versierter Handwerker sieht er ja nicht aus. Ja. Prost. Prost. Ich hoffe, dass ich solche Aufgaben bald selbst erledigen kann. Wie ist es eigentlich zu diesem Unfall gekommen? Das war ein Unglück. Eine dumme Geschichte. Aber der Fixateur, der kommt ja bald raus. Fixateur? Ja, das sind die Teile, die meine Rückenwirbel während der Heilung stützen. Jedenfalls dauert es jetzt nicht mehr lang und dann kann ich wieder laufen. Sind Sie mit dem Auto verunglückt? Wollen Sie wirklich wissen, was passiert ist? Ja. Das war kein richtiger Unfall. Sondern? Ich habe mich in die Frau meines Vaters verliebt. Cecil? Ja. Und als er dahinter gekommen ist, ist er ausgerastet. Und bei der Prügelei bin ich dann gestürzt. Ja, für uns beide. Ich denke, er leidet auch noch sehr darunter. Oh Gott, was ist mir ja noch nie passiert. Oh. Was haben Sie denn angestellt? Er hat eine Glühbirne ausgewechselt. Oh. Mensch, schau dir mal meine Hand an, die ist doch nicht gebrochen, oder? Zeig mal her. Vorsichtig. Hier, Weißmann. Hey! Da hat ja mal jemand gute Laune. Jan. Was ist? Sehe ich so schlimm aus? Nein, ich war nur gerade, wie soll ich sagen, in Gedanken. Bei Nico? Ja, genau. Das sieht mir ganz nach einem Versöhnungstrip aus. Hm? Nico und ich machen morgen eine Radtour. Cool, dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, wir beide sind auch richtig glücklich deswegen. Hier. Das sind meine absoluten Lieblingsteile. Vor allem die roten.
Naja, Nico mag die auch ganz besonders gerne. Das ist mein Beitrag für euren Versöhnungstrip. Danke. Schlaf gut. Viel Spaß morgen. Oh Mann, ich kann nicht mehr und ich habe echt Hunger. Also gut, bevor du hier vom Fahrrad fällst. Hast du denn gar nichts gefrühstückt? Konnte ja nicht an, dass du mich 50 Kilometer über so eine Landstraße scheuchst. Also komm, es waren gerade mal 15, höchstens. Krieg ich dann für jeden Kilometer einen Kuss? Ja. Die hier hat Johannes spendiert. Zur Feier des Tages. Hm. Hoffentlich können wir danach noch Fahrrad fahren. Eigentlich wollte ich nüchtern zum Mittagessen zurück sein. Johannes hat uns was Wichtiges zu sagen. Alles okay? Du wirkst so nachdenklich. Es ist wegen Johannes. Er ist so kraftlos und müde und ich muss einfach dran denken, was er uns wohl sagen will. Also wenn du darüber reden möchtest, dann können wir... Was ist denn in der WG los? Gibt's was Neues? Nun ja, bei uns läuft alles ausnahmsweise mal brav. Luca ist ganz früh zur Kunsthochschule gefahren und Felix zur Uni. Und Jana? Also doch. Andi, Jana ist meine Schwester. Ich werde ihr wohl fragen dürfen, was sie macht. Ich habe sie heute nicht gesehen. Gläser? Hey. Hey. Das war bestimmt deine persönliche Bestzeit von Königsbrunn hierher. Hm? Ich wollte einfach mit dir alleine sein. Frag dich nur, wie lange noch. Kann sein, dass meine Mutter jeden Moment nach Hause kommt. Die ist zurzeit echt komisch drauf. Entweder sie ist mega gut gelaunt oder hat die Oberkrise. Und wenn sie telefoniert, kichert sie wie eine Zehnjährige. So habe ich sie noch nie erlebt. Wahrscheinlich ist sie wieder verliebt. Mhm. Ich habe sie gestern gefragt, aber man bekommt nichts aus ihr raus. Hoffentlich ist wieder so ein Typ wie Jens. Der war echt klasse. Oder wie mein Vater. Das ist natürlich der coolste. Es würde dich freuen, wenn Susanne und Alex wieder zusammenkommen? Klar. Aber ich schätze eher mal, dass sie mit einem neuen Typen antanzt. Irgendwie bescheuert, dass sie so ein Geheimnis draus macht, oder? Ja, schon, also... Versprich mir, dass das zwischen uns nie so sein wird. Wir sagen uns immer alles, egal um was es geht, okay? Das ist doch das Wichtigste in einer Beziehung. Ja, klar. Komm, wir gehen hoch. Ich mach das nur, weil Not am Mann ist. Ich gehöre an den Herd, nicht hinter die Theke. Tja, nur zu schade, dass sie dich keines Blickes würdigt. Ach, erzähl doch keinen Blödsinn. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du noch Chancen bei ihr hast. Logisch. Natürlich steht sie auf mich. Der kleine Unfall gestern, der war natürlich geplant. Reine Taktik. Du bist ja ein ganz gerissen. Das ist aber sehr großzügig. Vielen Dank. Morgen. Mimi, es ist doch noch mitten in der Nacht. Ich habe heute viel vor. Zum Beispiel dich vollständig anziehen und frisieren? Ich muss mit dir reden. Was gibt es denn so Dringendes? Ich verlasse Düsseldorf. Heute noch. Soll ich gleich unseren Fahrer anrufen? Ach komm, den Rückweg schaffst du doch noch. Ja, aber wenn der uns abholt, dann können wir länger hierbleiben. Hast du eigentlich was Süßes eingepackt? Reiche ich dir nicht? Tja, ich hab da was. Hier. Das ist Janas Lieblingssorte. Vor allen Dingen die roten. Sie hat sie uns spendiert. Ich dachte, du hättest sie nicht gesehen. Doch, gestern Abend. Als ich die Sachen gepackt habe, kam sie gerade nach Hause. Ich habe ihr von unserer Radtour erzählt und sie hat uns diese Dinger geschenkt als Beitrag zu unserer Versöhnung.
Nico, ich habe keine Lust, dass du jetzt wegen dieser Gummidinger Jana zum Thema machst. Ja, ist ja gut. Ich kapiere aber trotzdem nicht, warum du plötzlich abreisen willst. Ich habe meine Gründe. Und die wären? Leonard hat mir erzählt, dass Johannes zurzeit viele Probleme hat. Und es ist kein Wunder, dass ihm nicht der Sinn danach steht, nach 50 Jahren seine leibliche Mutter kennenzulernen. Das passt ja doch wunderbar in den Kram. Ich habe die ganze Nacht darüber nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, es ist richtig so. Weil euer erstes Treffen nicht so verlaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, weil Johannes nicht gleich auf die Knie gefallen ist, weil... Kommst du mit oder bleibst du? Ich bleibe. Und du auch. Komm schon, fahren wir weiter. Ein andermal, okay? Möchtest du noch was haben? Über was habt ihr denn gestern Abend geredet? Ach, das ist ja schön. Wären wir wieder beim Thema, ja? Was? Du versuchst mich ständig über Jana auszuhorchen. Meinst du, ich bin doof, oder wie? Spinnst du? Ich habe einmal mit Jana geschlafen, genau wie du mit Luca übrigens auch. Aber im Gegensatz zu dir fange ich nicht ständig damit an. Das war ja auch was ganz anderes. Ach so. Ja, ich war nämlich nicht in Luca verliebt und ich bin es auch nicht. Na, dann ist es ja genauso wie bei mir und Jana auch. Ja. Was kann ich denn deiner Meinung nach tun? Soll ich vielleicht aus der WG ausziehen oder mir ein T-Shirt überziehen, wo drauf steht, Jana ist doof? Nico, das mit Jana ist passiert. Aber wir wollten die Sache abhaken. Warum tust du es nicht einfach? Ich vertraue dir nicht mehr. Hey, alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Wirklich? Du wolltest doch noch mit deiner Großmutter sprechen. Hab ich auch. Und jetzt ist alles geklärt. Gehen Sie mit dem Gepäck bitte schön zum Wagen. Ja. Ich wünsche dir viel Glück bei deiner Jobsuche. Ich dir auch. Wobei auch immer. That I couldn't change, and I was lost. Oh, yeah.